Darum geht es. Auslandsaufklärung dient den strategischen Interessen eines Staates. Und zu denen zählt der wirtschaftliche Vorteil. In den 90er Jahren wurden der deutschen Firma Enercon Pläne für ihre Windkraftanlagen gestohlen. Kurz danach baute ein amerikanischer Hersteller fast identische Anlagen. Bis heute richtet sich der Verdacht gegen die NSA. 2012 wurde EADS Airbus Ziel eines Cyberangriffs auf sensible Firmendaten. Der europäische Konzern liefert sich einen harten Wettbewerb mit dem amerikanischen Luftfahrtriesen Boeing. Wir stehen unter verstärkten Angriffen. Wir haben das in den letzten Jahren natürlich zu spüren bekommen. Ein Unternehmen wie das unsere ist dagegen natürlich nicht 100% abgesichert, aber wir haben schon Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, insbesondere in unseren sensitiven Geschäftsbereichen. Wir haben selber im Aufbau begriffen eine Einheit Cyber Defense, wo wir Spezialisten heranbilden, die das Unternehmen schützen in seinen verschiedenen Teilen. In München, dem Deutschlandsitz von EADS, betreibt Level 3, die US-Firma, die in Deutschland nachrichtendienstlich tätig ist, eine Zweigstelle. Wir treffen einen Informanten, der Zugang zum Gebäude hatte, als es sich noch im Bau befand. Ich war mit einem Mitarbeiter von Level 3 befreundet. Der hat mich vor einigen Jahren an seine Arbeitsstelle eingeladen. Er sagte, das sei eine zentrale Stelle zum Abhören aller Telefonate in Süddeutschland. Er zeigte mir zwei Arbeitsplätze, große Schreibtische mit Monitoren vor Schränken mit Datenspeichern. Er erklärte mir, dass in den Schränken praktisch jedes Telefongespräch auch von mobilen Geräten aufgezeichnet wurde. Hier sitzt das FBI und da der Geheimdienst, behauptete er. Auf meine Frage, was die machen, sagte er, es gehe vor allem um das Abhören von großen Industrieunternehmen. Alle Telefonate. Level 3 behauptet, es halte sich an die Gesetze, die amerikanischen. Aber die erlauben Spionage für wirtschaftliche, aber auch politische und militärische Zwecke. Jeder von uns ist ein mögliches Ziel. Die NSA hat die Zugangscodes für Smartphones und für den besonders geschützten Internetverkehr geknackt. Der US-Geheimdienst kann auf alle Kontobewegungen beim Online-Banking, geheime Patientendaten, besonders geschützte E-Mails und unsere Aufenthaltsorte zugreifen. Je nachdem, was wir beruflich machen, können unsere Daten wertvoll sein. Und sie können zur Waffe werden in einem Krieg, einem Cyberkrieg. Genau deshalb, so erfahren wir beim Sicherheitsforum in den Rocky Mountains, interessiert sich die NSA für Massendaten. Fast alles, was derzeit da draußen läuft, ist Cyberspionage. Also Leute, die anderen Leuten Daten stehlen. Aber es geht auch schon darum, Systeme zu stören. Und die nächste Stufe ist, etwas zu zerstören. Also Computersysteme zu übernehmen. Nicht um sie lahmzulegen, sondern um mit ihnen kritische Infrastruktur zu zerstören. Der erste große Cyberangriff legte 2007 in Estland Computer von Regierung, Banken und Krankenhäusern lahm. Dahinter steckten russische Hacker. Chinesische Hacker im Staatsauftrag attackierten 2012 die Wall Street und amerikanische Banken. Sie drangen auch in die Kontrollsysteme von Staudämmen ein und hätten die Wasserversorgung der Supermacht sabotieren können. Der Cyberkrieg ist bereits in vollem Gange, spätestens seit Stuxnet. Das Computervirus infizierte 2010 die iranischen Atomanlagen. Tausende von Zentrifugen zur Urananreicherung wurden zerstört. Wir treffen uns mit dem Mann, der das Stuxnet-Virus entschlüsselte. Ralf Langner zeigt Firmen, wie sie sich vor solchen Angriffen schützen können. Mit Stuxnet wollte Amerika seine Macht im Cyberwar demonstrieren. Wenn das Ganze nämlich publik wird und dann Leute wie ich öffentlich sagen, also dieser Angriff ist so abgefahren, so hochkomplex, dann erreichen sie damit etwas, was ihnen als Angreifer durchaus wert und teuer sein kann. Nämlich sie erreichen eine Abschreckungswirkung. Abschreckung mit Nebenwirkung. Denn das Stuxnet-Virus verbreitete sich in Industrieanlagen weltweit.
Hacker konnten die Funktionsweise studieren. Eine Abwandlung von Stuxnet wäre eine Gefahr für die Infrastruktur vieler Länder, auch Deutschland. Denken Sie an 2008, Finanzkrise, wo wir gesehen haben, was passiert, wenn die Autobauer mal einige Wochen ihre Produktion zurückfahren müssen, was das also für volkswirtschaftliche Auswirkungen hat. Dann kann man sich vorstellen, dass ein koordinierter Cyberangriff dieses Land also massiv schädigen könnte. Für das Weiße Haus ist das ein mögliches Kriegsszenario. In einer streng geheimen Anweisung des Präsidenten von 2012 heißt es, Cyberattacken bieten einzigartige und unkonventionelle Fähigkeiten, um nationale Ziele der USA rund um die Welt voranzubringen. Alle Behörden sollen mögliche Ziele nationaler Bedeutung identifizieren, bei denen offensive Cyberoperationen eine günstige Balance zwischen Wirkung und Risiko im Vergleich mit anderen Werkzeugen nationaler Stärke bieten können. Ganz oben auf der Liste dieser Ziele steht China. Denn die andere Supermacht will ihren mächtigsten Gegenspieler, den USA, das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts nicht kampflos überlassen. In einem Teehaus in Peking treffen wir Wang Jiadong. Er ist einer der Vordenker der chinesischen Cyberwar-Strategie. Vor Jahren stieß der Mathematiker auf eine amerikanische Studie, die das Internet als potenzielle Waffe bezeichnete. Wang alarmierte seine Regierung. Das Land, das den Cyberkrieg verliert, würde vollständig erobert. Es gäbe keine vertraulichen Informationen mehr. Keine Militär-, Finanz- oder Wirtschaftsgeheimnisse. Der Sieger weiß alles, was du vorhast. Wir werden nicht zulassen, dass es nur noch eine dominierende Nation in der Welt gibt, die der Menschheit ihre Regeln aufzwingt und alles außer Kontrolle gerät. In Peking sieht man sich nicht als Täter, sondern als Opfer. Dabei gibt es kaum ein Land, das seine eigenen Bürger massiver bespitzelt. China gehört zu den großen Playern im Cyberwar mit hunderten Hackergruppen, davon viele im Dienst des Staates. Herr Huang leitet die Behörde, die Regierung und Unternehmen vor Cyberangriffen schützen soll. Dass die USA behaupten, sie würden ständig aus China angegriffen, hält Herr Huang für Propaganda. Im Juni haben die Amerikaner uns 10 IP-Computeradressen gegeben. Die sollten angeblich hinter einem massiven Hackerangriff auf die USA stecken. Wir haben aber herausgefunden, dass diese IP-Adressen zu Computern in den USA gehörten. Von denen aus ist Amerika angegriffen worden. Amerikanische Hacker sollen also ihr eigenes Land angegriffen haben. China lehnt Cyberattacken offiziell ab und wirft den USA vor, ihren technologischen Vorsprung zu nutzen, um China anzugreifen. Wir sind auf einer Pressekonferenz von General Liu Yuan. Er sieht sein Land bereits mitten im Cyberkrieg. Sein Vater war einer der Gründer des chinesischen Geheimdienstes. Die meisten Computer und praktisch alle Betriebssysteme stammen von US-Firmen wie Cisco oder Microsoft. Diese Firmen haben in ihren Computern Hintertüren eingebaut, manche sogar Sabotagebomben, die wir nicht entdecken können. Seit 2012 analysieren wir IP-Adressen. Wir haben dabei festgestellt, dass unser Verteidigungsministerium und andere Militäreinrichtungen mehr als 144.000 Mal im Monat angegriffen werden. 63% der Angriffe kommen aus den USA. Das amerikanische Verteidigungsministerium bestreitet den Vorwurf. Aber im Auftrag des Pentagon schleuste die NSA tatsächlich in 85.000 Computern weltweit Viren für künftige Cyberangriffe ein. Wir sind an dem Ort, wo die Geheimdienste Soldaten für den World Wide War im Cyberspace rekrutieren. Auch hier gibt es eine Hackerkonferenz. Die Black Hat. Schwarzhüte, so nennen sich jene, die mit ihrem Hacken vor allem Geld verdienen wollen, im Auftrag von Staat oder Sicherheitsunternehmen.
Auch Edward Snowden war bis zu seinem Sinneswandel so ein Hacker. Held oder Bösewicht? Das fragen wir auch am Stand seines Arbeitgebers, der Sicherheitsfirma Booz Allen Hamilton. Sie fühlt sich nicht berechtigt zu antworten. Auch bei Microsoft versuchen wir nochmal unser Glück, weil die ja auch einen Vertrag mit der NSA haben. Kein Glück. Die Firma Mandiant hat Cyberangriffe aus China analysiert und zu einer geheimen Einheit der chinesischen Volksarmee zurückverfolgt. Ihren Standort in einem Vorort von Shanghai fanden die IT-Experten durch eine gezielte Überwachung der sozialen Medien. Wir sahen, wie sie sich in Facebook einloggten, ihre Mails checkten mit ihren echten Identitäten. Sie machten das nicht die ganze Zeit, aber über den Beobachtungszeitraum von 7 Jahren immer wieder. Die wollten gefunden werden, oder? Nein, aber wenn Sie junge Leute im Militär haben, sind die ständig im Netz. Und dann machen die in den 7 Jahren auch mal Fehler. Bei der Black Hat gibt es keine Berührungsängste gegenüber dem Staat. Deshalb ist der Saal rammelvoll, als General Keith Alexander kommt. Der NSA-Chef ist in Personalunion auch Befehlshaber des US Cyber Commands. Well, Trey and Jeff, thanks for that introduction. Und er ist immer auf der Suche nach neuen Soldaten. You're the greatest gathering of technical talent. Ihr seid die größte Versammlung von taktischem Talent weltweit. Ich bin nur deshalb hier, um Sie zu bitten, helfen Sie uns, damit wir noch besser werden. Und wenn Sie ablehnen, was wir tun, dann sollten Sie es erst recht machen. Lesen Sie mal die Verfassung. Habe ich. Sollten Sie auch mal machen. Ein Geheimdienstchef als Popstar der Hacker-Szene? Mit allen Tricks locken Militär und Geheimdienste in den USA neue Cybersoldaten. Wie bei diesem Hacker-Wettbewerb im Bundesstaat Delaware. Den Gewinnern winken gut bezahlte Jobs. Ich bin ein großer Patriot und ich will unser Land verteidigen. Ich will fürs FBI arbeiten und Bösewichte fangen. 41 neue Hacker-Teams stellt die NSA ein. Amerika braucht sie, um das Land zu verteidigen und um seine Vormachtstellung in der Welt zu erhalten. Es ist kein Zufall, dass die NSA dem Pentagon untersteht. Und dass sie in dessen Auftrag Regierungen, ja sogar die der Europäischen Union, ausspäht. Wer alles weiß über mögliche Herausforderer und Freunde, der kann mit diesen Daten politisch, wirtschaftlich und militärisch Druck ausüben. Das haben wir bei unseren Recherchen herausgefunden. Ziel ist die Totalüberwachung. Mit Geldern der NSA arbeitet die Firma Endgame an einer Software, mit der man in jedes, wirklich jedes Gerät eindringen kann, das mit dem Internet verbunden ist. Jede Veränderung soll registriert, jede Manipulation möglich werden. Genau darum geht es. Du musst jede Veränderung entdecken können und mit dem Zugang zu allen vernetzten Geräten ginge das. Es ist so etwas wie der feuchte Traum eines Überwachungsstaates, alles zu wissen. Erinnern Sie sich an das Motto der Stasi? Alles wissen. Edward Snowden will diesen Worldwide War der NSA verhindern, den geheimen Kampf um die Daten. Auch unsere Daten. Dieser Krieg bedroht die Freiheit. Ein britischer Kulturphilosoph sagte einst, wenn Menschen jedes Mittel rechtfertigen im Kampf gegen das Böse, dann lässt sich ihre gute Absicht bald nicht mehr unterscheiden von dem Bösen, das sie vernichten wollen.